Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Heute geht es weiter hier in den Katakomben unter Lindell. Obwohl das, doch, es ist ein eigenes hier Ort der Gnade. Ich will immer Leuchtfeuer sagen, deswegen sage ich meistens oder oft eigenes und dann Ort der Gnade, weil ich Leuchtfeuer sagen will. Wir sind quasi immer noch hier im unterirdischen Reservat der Scham, aber auch irgendwie nicht mehr. Ja, wir sind in den Katakomben und schauen jetzt mal, ob wir 100.000 verlieren. Wobei, komm. Nee, ich hab's letztes Mal angeteasert. Let's try. Es gab Priester des Blutes. Oh, nee, schaut aus wie Pyramid Head. Seine zwei Dogs sit down. Au. Er ist nicht gut. Hey, sind da noch welche? Oder höre ich meine? Ich glaube, ich höre meine eigenen Schritte. Oh. Oh. Das war close. Ja! Oder? Jetzt kommt noch was. Nee. Gegner zu Fall gebracht. Ich dachte gerade schon, jetzt kommt aber noch was, weil das so lange gebraucht hat. Jubel des Blutes. Okay, der war Gott sei Dank nicht so tragisch. Der Blutverlust war krass, aber gut, dass wir so viel Leben haben. Wobei, ich weiß nicht, ob Blutverlust hier in Elden Ring überhaupt nach Prozentleben geht oder nach Regular. Wie viel einfach fix. 500 Leben sind weg. Das weiß ich nicht. So, wir haben, glaube ich, sowas bekommen. Und zwar das hier. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm mit unserer Waffe, die ja Blutverlust macht. Frage ist, für wie lange? Talisman erhöht die Angriffskraft, wenn in der Umgebung jemand Blutverlust erleidet. Opfer darum fürs... Ne. Wir nehmen das mal statt dem Magie-Ding und schauen mal, ob uns das irgendwie wirklich was bringt oder ob das nur sowas ist, wenn man vielleicht wirklich mit einem Blutungsbild arbeitet und nicht zufällig die eigene Ding hier ein bisschen Blut macht, die eigene Waffe. Aber wir haben immerhin 30.000 von dem bekommen und der war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Hallo? So. Ja, hier die Katakomben waren übrigens genauso wie das, wo man sich herumteleportiert mit den verschiedenen Ebenen hier. Bisschen mindbreaking, aber okay. Welches Level sind wir jetzt? 133 schon. Okay. Gut, Frage ist, gibt's hier dann noch irgendwas? Da war das mit den Hummern und da... Genau, da war der Weg... Nee, hier war nur der Weg, der zurückgeht, hier mit dem, ja, mit dieser komischen Schnecke. Huh. Okay, ja, nee, der führt uns aber auch nur ins unterirdische Reservat der Scham. Ich gehe da trotzdem nochmal hin. Ich will wissen, wie man zu diesem einen komischen Item da kommt, das da oben ist. Weil ich will vor allen Dingen nochmal sehen... Gehen wir nochmal hier kurz hoch. Ja, nee, gehen wir nicht am Sack. Hier oben kannst du mich eh nicht. Ich glaube nicht, dass der Leitern klettern kann, deswegen haben wir jetzt hier erstmal Ruhe. Ja, also man muss safe da von oben runter. Oh!
Man sieht auch so ein bisschen durch Depth of View, das sieht man nur ganz schwach, aber im Vergleich zu den Dingern hat das aber auch kein... Das war nicht das, was ich gemeint habe, aber im Vergleich zu den Dingern hat das kein Gitter. Und es schaut so aus, als wäre oben noch ein Raum, der ein bisschen größer ist über dem Ding. Dass man quasi da dazwischen landen kann und dann auf den Balken. Interesting. Jetzt ist meine Frage... Der geht mit unserer Rattenbeute weg einfach. Meine Frage war jetzt, hier hatten wir... Nee, hier ist das Gitter, wo dort hinten der komische, ich werde dich vernichten oder hier, ich werde dich schänden, Typ war. Da ist das, wo man die Leiter hochkommt. Unten sind die Pflanzen und da sind die Finger-Dudes, oder? Ja, man sieht sogar die Finger da ganz leicht durch das Gitter. Und da oben sind, genau, das sind die Finger. Okay, also das ist da. Gut, dass wir jetzt auch dort waren. Das ist angenehm. Und ansonsten werde ich einfach mal ein bisschen backtracken. Um sicherzugehen, dass wir nicht irgendwas übersehen haben. Waren wir schon in dem einen Raum, wo die Hand war? Auf der Decke, wo wir halt hingekommen sind. Okay, ja, dann Lendell, königliche Hauptstadt. Genau, da war das. Frag mich, ob zum Beispiel das hier durchgeht. Ja! Haha. Penner. So. Das würde mich jetzt nämlich nochmal interessieren, weil ich weiß, wir haben hier oben, wir müssten hier beim Brunnen rauskommen, oder? Ich weiß, wir haben hier sehr viel. Oh. Sehr vieles schon entdeckt gehabt. Aber ich weiß noch nicht, ob wir diesen einen Gang schon gefunden haben. Hier oben waren wir drauf. Genau, da war das. Auf der Brücke haben wir aber nichts übersehen, oder? Ich weiß, wir sind von zwei Seiten auf die Brücke gekommen, aber das ist auch schon wieder längere Zeit her, dass wir dort irgendwo waren. Machen wir erstmal den hier. Oh, jetzt haben wir Blutverlust. Haben wir dadurch jetzt besseren Angriff? Oh ja, ich glaube, wir haben so ein Ding, was besseren Angriff gibt. Meint, wir sind von dort oben gekommen. Ich glaube, wie gesagt, in diesem einen Raum waren wir noch nicht. Ich schaue jetzt mal hier nochmal hoch. Genau, in dem Raum dort unten waren wir... Doch, da waren wir schon, weil das Item ist weg, was auf der Leiche lag. Dann habe ich das nur irgendwie entweder schon wieder vergessen oder einfach komplett vercheckt. Hier ist nichts, okay. Gut, jetzt ist die Sache, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie wir dorthin gekommen sind. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Aber ich würde gerne nochmal zu der Brücke. Oh, einer reicht, nice. Dort. Ne, das war nicht hier, oder? Nee, hier war das nicht. Das, ne, es war aber auch nicht hier, oder? Oh. Oh, das war... Au! Okay, das war nicht perfekt ausgewichen, das davor schon.
immer ein bisschen Leben wieder zurück. So, und zwar ging es zu dem... Genau, da zur Brücke ging es entweder da, aber das war auf der anderen Seite. Da war das große Baum. Baumfickvieh. Da ist Random Dude, der irgendwas anbetet. Ah ja, jetzt sieht man sogar. Jetzt haben wir so eine rote Aura um uns rum. Können wir gleich mal schauen, wie lange die hält. Genau hier war der Weg, von dem ich geredet habe. Vor allen Dingen, wir können das jetzt auch mal kurz testen. 206. Starker Angriff. Und wie viel... dammit. Oh, und 422. Normaler Angriff. Oh, also es gibt doch schon relativ viel. 20%? Von 400 ein bisschen was zu 500 und ganz wenig. Ist... Dammit. Ich vercheck diese Leiter immer. Da waren wir, oder? Ja, hier war nur eine random Kiste. Alright. Das heißt, theoretisch... Könnten wir das schon machen, weil gerade bei einem Boss... Wobei die meisten Bosse bluten nicht. Wir lassen das mal kurzzeitig ausgerüstet und schauen mal, ob's was bringt. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier erstmal kurz rasten. Nicht, weil wir es brauchen. Oh, nee, bei weitem noch nicht brauchen. Aber ich weiß nicht, ob es da auf der Brücke noch irgendwas gab. Weil ich glaube, wir haben uns auf der anderen Seite nicht wirklich umgeschaut, oder? Wobei eigentlich schon. Doch, doch, hier waren wir. Eigentlich waren wir doch hier, oder? Oh. Oh. Er ist nicht gut. Oh, goldener Großschild aber. Der wird nicht... Goldener Großschild wird wahrscheinlich nicht für uns gut sein. Nee, 34 Stärke. Und wahnsinnig schwer. Oh. Alter, ist der hier... Der ist vielleicht taub oder so. Also... Dammit. Genau, hier wollte ich nämlich schauen. Ob hier noch was ist. Ob man da drauf kommt. Ich habe irgendwie Angst, dass ich... Wobei, das ist nicht Gothic. Also, wirklich... Na, jetzt, hier zum Beispiel, hier haben wir das Item gelootet. Also, in Gothic hätte ich jetzt auf jeden Fall Angst. Ah ja, ich weiß, wo es da runter geht. Eh so ziemlich dort, wo wir vorhin waren. Wir waren ja da vorne bei dem Brunnen. Ob's theoretisch... Oh ja, man kommt tatsächlich hier hoch. Aber die Frage... Hier gibt's Schotterstein. Das heißt, hier ist ernsthaft gedacht, dass man hier hoch kann? Okay, das ist ein bisschen krass. Okay. Bisschen weird, aber okay, nehmen wir. Hallo? Ah. Oh. Oh, kommen wir so durch in dieses Ding rein? Ah. Vielleicht gehen. Entweder wir gehen diesen Alternativweg oder. Wobei, ein Shortcut kann es ja nicht wirklich sein. Wo ist da?
Ah, das ist dort unten, wo unter uns dieses... Nee. Da war nicht dieses komische Baumding. Baumvieh-Ding. Aber dort waren wir safe, weil dort ist genau... Nein, das Baumvieh-Ding... Nee, wir waren da einfach nur ganz hinten bei dem Teil. Nee, dort waren wir definitiv, weil da ist das mit diesen... T-Treppen. Okay, das schaut hier irgendwie nicht so danach aus. Das könnte man hier hoch? Nee, never. Aber hier. Da sieht man ja auch da hinten so ein bisschen Schotterstein. Oh. Oh, wir gehen jetzt wirklich auf den versteinerten Knochen des Drachen. Das ist cool. Ja, ob man da irgendwie reinjumpen kann? Wahrscheinlich nicht. Okay, apropos reinjumpen. Wo jumpen wir jetzt hier am besten hin? Hier. Okay. War nicht so bad. Runenbogen, das heißt... Hab hier irgendwie Angst, so dass ich irgendwie abglitsche oder sowas. Okay. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, darunter zu springen, um zu schauen, ob ich es überleben würde. Wahrscheinlich nicht, aber... Könnte man ja theoretisch. Hier ist nichts. Okay. Weil, dass die Tür nicht aufgeht, ist, denke ich mal, jedem ersichtlich. Okay, hier oben. Das schaut ein bisschen wie eine unsichtbare Wand aus, aber nur von der Beleuchtung her. Okay, wo sind wir jetzt? Oh. Ich finde das so satisfying, wenn das mal klappt. Also jetzt, wo es klappt, so ist besser ausgedrückt. 5 Schottersteine, wie viel von den Kack-Schottersteinen wir bekommen. Hä? Oh, genau unter uns ist die Kathedrale. Da ist das Ding mit der Glocke. Links im Bild. Wo wir durchgegangen sind. Dort ist die Hauptstraße. Das heißt, wir sind jetzt über der Hauptstraße. Gleich zumindest. Cool, okay. Ja, das war jetzt dumm vielleicht. Weil jetzt wir uns sehr wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage beschießen. Oder bis wir beim Ort der Gnade rasten. Was wahrscheinlich... Oh Gott! Vor allen Dingen mit so einem kleinen Dude habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, hier steht er, hier sitzt einer und steht wieder auf, einer von den Goldenen, aber... Apropos Gold... Ich habe nur irgendwas so im Augenwinkel gesehen, dass wir noch irgendwas, was golden ist, bekommen haben. Fürstenrune, Heldenrune... Die hatten wir alle. Oder hatten wir schon eine Zweierrune? Ja, schon, oder? Gut, vielleicht... Keine Ahnung. Was ist das eigentlich für ein Ding? Ach so, das ist dieses Item, was irgendwie am Arsch der Welt war. Oh. Würde ich hier theoretisch hochkommen? Oh, ich komme hier theoretisch hoch. Weiß ich nicht, ob ich davon so ein Freund bin gerade. Ah, bin ich nicht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Verlorene Gnade entdeckt. Jetzt ist aber meine Überlegung. Und halte mich jetzt für entweder wahnsinnig intelligent oder wahnsinnig dämlich. Da steht so ein Gargoyle. Aber der... Ah, und der goldene Saat. Wie viel haben wir von denen aktuell eigentlich? Gar keine, glaube ich. Weil sonst würden wir die irgendwo hier sehen. Die war irgendwo, glaube ich, hier ganz oben. Oder irgendwie hier ganz oben. Irgendwo ganz oben auf jeden Fall. Da sind ein paar von denen um die goldene Saat und so ein Vieh. Und der schaut irgendwie nicht so komplett krüppelig aus wie die anderen. So. Meine Idee nämlich. Wir machen erstmal den hier. Und jetzt, weil da unten ist ja die Hauptstraße.
Meine Idee ist jetzt nämlich... Straßenbalkon ist, glaube ich, das Beste dafür. Wir schauen jetzt auf der Hauptstraße weiter Richtung... Richtung da vorne der Mauer und machen mal Tag, weil irgendwie hier bei Nacht wirkt es nicht so pompös, sag ich mal. Ich meine, es kann sein, dass wir dadurch halt ein, zwei Nachtbosse nicht sehen, aber die schauen wir uns ja eh nachher nochmal an. So. So, meine Idee ist nämlich, wir sind nämlich nie dort hoch, dort lang gekommen. Ich glaube, wir haben einen Alternativweg beschritten, den man hier links über die Treppe auch lang gehen könnte. Vielleicht zumindest. Ich glaube, dort waren wir noch nicht. Wir sind hier reingegangen und runter. Oder? Hier drinnen. Moment, hä? Dammit. Nein. Hier auf der... Hier bei dem Ding? Genau, hier war es hoch und dort war das mit dem Brunnen. Doch, da... Hä? Hä? War nicht da das mit dem Brunnen oder war das mit dem Brunnen hier irgendwo? Okay, das ist nicht gut. Bitte sagt, die da hinten kommen jetzt nicht auch. Ah, ne, hier war das mit dem Brunnen. Oh! Doppelkonter! Er hat gekontert und dann habe ich seinen Konter gekontert. Hier war der Brunnen, wie wir da... Ne, hier sind wir nicht zum Reservat der Scham gekommen. Hier sind wir zu dem Teil hier gekommen. Genau, hier war nämlich dieser Untergang, genau. Was aber auch heißt, diese Treppe führt dann nicht hoch die Mauer, sondern die kommt dann einfach hierher. Oh. Belastend. Okay, ich würde gerne nicht die da anderen da oben auch triggern. Fuck you. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Okay, das war nicht so top, aber hier ist der Weg, der mich im Endeffekt zu dem Ding da hinten bringt. Warum habe ich da eigentlich einen Wegpunkt? Okay. Okay. Warum habe ich hier einen Wegpunkt gesetzt? Hier habe ich einfach random einen Wegpunkt gesetzt. Warum? Ho! Ich habe mich nicht mal mehr an dich erinnert. Ah, Moment. Habe ich den Wegpunkt... Nee, den Wegpunkt habe ich einfach random daher gesetzt. Das war wegen dem Item, aber warum habe ich da hier einfach einen random Wegpunkt gesetzt? So, ich mache die jetzt doch nochmal. Weil ich will mich mir jetzt das kurz mit dem Wegpunkt... Das ist das Problem, wenn man... Oh, da hinten ist übrigens, glaube ich, ein Item. Gut, dass das mir die Iframes gegeben hat und ein bisschen Heilung. Okay, warum... Warum liegt da vor allen Dingen ein Item? Ich war hier schon. Wir sind von hier oben sogar darunter gesprungen, erinnere ich mich. Warum habe ich dieses Item hier? Befleckte goldene Sonnenblume. Vergessen.
Und genau hier habe ich einfach random einen Wegpunkt gesetzt. War das noch von damals, wie wir hier drüben und ich nur bis hierher so einigermaßen vorgedrungen bin? Muss eigentlich. Ha. Ja, ich glaube, da in dem Ding ist der Ort der Gnade, westlich Hauptstadtwall. Und da oben müsste dieses... Genau. Wir hören ja sogar von hier aus diese Flötenspieler dort oben, die auf diesem Halbrundell um den goldenen Baum sind. Und dort ist auch dieser komische Gargoyle. Jetzt ergibt das alles ein bisschen mehr räumlichen Sinn. Sorry, falls ihr es viel schneller überrissen habt und ich ewig gebraucht habe. Ja, Story of my life. Oh. Hey, immerhin kommt der ganz oben noch nicht. Oder schießt auf uns. Was auch eine Möglichkeit wäre. Achterrune. Zwölferrune. Warum auch immer das jetzt funktioniert hat. Besser als gedacht. Nehmen wir. Hier wird jetzt nämlich von der anderen Seite verschlossen sein, oder? Oder hier ist gar nicht mal offen. Heißt das, der Weg über die Drachen, über das Drachenskelett, ist der richtig, grundsätzlich richtige Weg? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre schon ein bisschen weird. Apropos ein bisschen weird. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Weil das war schon ein bisschen Trickjump, den ich hier verwendet habe, um hier reinzukommen. Selbst wenn nicht, könnten wir uns wegteleportieren, aber... Okay, nein, das heißt... Dammit. Ich dachte, da geht's halt weiter und deswegen habe ich nur den Weg da nicht genommen. Okay. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, ob wir hier, wenn wir dort... Ohne Pferd müssen wir jetzt hier ein bisschen laufen. Ob wir bei dem Tor dann wegkommen... Ob wir dann... Ob es dort weitergeht oder ob das dann auch ein Fake-Out ist, wie das Tor. Apropos. Das hier ist genau das Ding, wo wir runter müssen. Das wollte ich nämlich schauen. Ha, alle anderen Sachen haben nämlich Gitter gehabt und das hier ist groß und da... Wir sehen sogar den Wooden Beam unten. Das Item sehen wir nicht, aber vielleicht ist es zu weit links oder rechts. Okay. Wie kriegen wir denn Dinge rauf? Ihr habt mal gesagt, es gibt so spezielle Dinge, die man nur, wenn man so macht, so unsichtbare Wände, die man so machen kann. Weiß nicht, ob das dazu zählt. Nee. Haben wir sowas wie eine Feuerbombe oder sowas? Ja, so Feuertopf, versuchen wir mal. Dammit. Es muss irgendwie aufgehen. Vielleicht mit Mucks Kette, weil wir die haben wir ganz unten dort gefunden. Vielleicht jetzt? Nee. Okay. Also mit Mucks Kette haben wir gerade echt so gedacht, so, ah, das könnte es sein. Erhöht kurzes Gleichgewicht. Warum haben wir eigentlich einmal normal und einmal strahlend? Verstehe nicht ganz. Ach, davon können wir nur eins nehmen, oder was? Ja, wir haben sonst nicht wirklich was Schlaftopf. Okay,
Falls ihr wisst oder eine Ahnung habt, wenn ihr es wirklich wisst, dann vielleicht weniger mir einfach sagen, so macht man das. Sondern falls ihr irgendwie eine Idee habt oder irgendwie einen Tipp habt, wie man da vorgehen könnte, mir gerne sagen. Weil das wäre schon ziemlich nice. Und ja, ich weiß, wir wollten eigentlich in die andere Richtung gehen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind... Hier sind die Dinger, die haben wir schon ewig nimmer mehr gesehen. Ah. Vormals haben wir die irgendwann mal gesehen. Bestienblut. Hört sich suspicious an. Oh, hier wird tot sein. Das hier ist Wasser. Und wenn man auch reiten kann in dem Spiel, schwimmen kann man... Wollte ich gerade sagen, schwimmen konnte man noch in keinem From-Software-Spiel. Es ist aber falsch, weil in Sekiro konnte man schwimmen. Und es war sogar relativ wichtig, dass man geschwommen ist, also... The fuck einfach nur. Also so stimmt's auch nicht. Ah, wir gehen jetzt hier quasi... Da oben gibt's einen Weg hoch und hier gibt's so... Böschungsstuff. Goldene Rune nehmen wir. Ich höre gefühlt da rechts von mir auch was. Oh, das Blut, wie das da gerade spritzt. Weiß, das passiert immer, aber manchmal fällt es einem halt so wirklich ins Auge. Wobei Blut ins Auge ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Angenehmste. Damit! Okay, da muss ich mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das war cool. Blitzige Trockenleber. Trockenleber. Gut, dass wir... Gut, dass diese Kackhunde bis jetzt nur übrigens in Zelit waren, diese großen Hunde. Und die Vögel. Ich frage mich, wie krass die inzwischen wären. Wir könnten mal theoretisch einen kleinen Ausflug nach Zelit machen und mal schauen, wie krass so diese Viecher unserem jetzigen Bild gegenüber wären. Weil wir waren ja damals relativ früh in Zelit. Oh. Oh, das ist einer von denen, die wir... Den haben wir in Zelit sogar als Teil eines Doppelbosskampfes gehabt. Oh. Oh, hallo. Das war sicher eine schwächere Version. Hey, der ist stärker, aber als... Der ist deutlich stärker als alle anderen. Hat der nur zufälligerweise nicht getriggert und hätte aber triggern sollen? Mit dem anderen? Ah, Parfümflaschen mal wieder. Das mit nach Zelit schauen, zu schauen, wie stark die inzwischen wären, würde mich echt mal sehr reizen. Also falls wir einen Ort der Gnade finden, machen wir das vielleicht heute jetzt noch zum Ende der Folge. Ich glaube, dass da ist übrigens, was wir uns da oben erwartet. Okay, links höre ich nur das Wasser. Was immer ein gutes Zeichen ist, dann... Weil im Normalfall machen die Viecher irgendwelche Geräusche. Okay, hier links gibt es dann auch noch ein Plateau. Ach, da oben huldigen so ein paar von den Dudes, die wir gerade gemacht haben, irgendeinem anderen. So eine Art Dude. Hast aber nicht wirklich geglaubt, dass es irgendwie funktioniert, oder? Wäre ein Armutszeugnis. Okay. Da ist einer von den Großen. Aber inzwischen auch kein Problem mehr für uns. Schlaffett. Cool, dass der genau da daneben geschlafen hat.
Den habe ich legit nicht gesehen, selbst als er anvisiert war. Oh, okay. Surprise Attack, würde ich sagen. Attack fallen. Ich mag dieses mit R2 Kontern inzwischen wahnsinnig gerne. Dammit, nur ein Sechser. Ich würde gerne endlich die auf plus 10 bringen, unsere Waffe. Das wird wahrscheinlich eh das Höchste sein. Aber das wäre dann gefühlt, dann könnten wir... Vor allen Dingen, wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Wir haben schon lange nicht mehr das Trollritterschwert ausgepackt. Jetzt haben wir große Last. Dammit. Jetzt haben wir immer noch... Dammit, okay, wir müssen irgendwas leichter machen. Kann ich da irgendwas ändern, das... Ne, dammit. Das bringt nichts mit Last. Irgendwie einen leichteren Helm oder was aufsetzen. Ah, mittlere Last. Also man kann eine mittlere Last gehen, aber nur, wenn man sehr, sehr leicht Dinge aufsetzt. Okay, nee, dann würde ich sagen... Schauen wir lieber, dass wir ein bisschen eine leichtere Beinschiene, würde ich mal sagen, tragen. Aber das muss deutlich leichter sein, wie es aussieht. Okay, oder wir unequippen den hier. Das wird aber auch nicht reichen. Dammit! Shit. Okay, wir sind inzwischen sehr schwer geworden. Obwohl wir halt Ausdauer und so weiter immer verbessert haben. Ich kann halt... Wir machen das mal kurz so ohne Kopf. Also ohne Helm. Und ohne Kopf. Bei mir spielen tendenziell immer ohne Kopf. Und ich würde sagen... Da vorne ist, glaube ich, wieder einer von diesen komischen Rotmänen-Dudes. Wölfen. Fickern. Mit Schwert. Ich würde sagen, dann versuchen wir nächstes Mal, dieses Schwert gegen die einzusetzen. Und da würde ich sagen, ich hoffe, das ist mal so ein bisschen Abwechslung, wenn wir jetzt vielleicht mal ein paar Parts mit dem machen. So einfach, um ein bisschen das zu diversifizieren, weil wir haben das ja immerhin auch auf plus 9 gebracht. Aber ich glaube, wenn wir nur ein Ding finden, was das 1 auf plus 10 macht, glaube ich, werde ich die mit das Uchi-Katana weitermachen und nicht das Teil. Aber das sehen wir alles, aber frühestens beim nächsten Mal bei Let's Play Elden Ring. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, Leute.